Weit im Osten liegt Zipango, ein Land voller goldener Paläste und funkelnder Juwelen. Kublai Khan, der Herrscher des Mongolenreichs, entsandte eine große Armee dorthin. Doch die Krieger von Zipango setzten Wundersteine ein, um ihr eine starke Verteidigung entgegenzusetzen. Die Reisen des Marco Polo, Kapitel 6, Seite 174 bis 175. Ja, hallo und herzlich willkommen, liebe Gaming-Freunde. Goodie zockt für euch, mit euch, Neo, und hält jetzt gleich die Klappe, damit wir die Originalstimme hier auch genießen können. Some call it a miraculous stone. The philosopher's stone. Locked in combat. With Spain. The country where the sun never sets. For control of the entire world. Her forces weakening with every battle. The queen and her inner circle turn to divination and alchemy. Hiring pirates like us to find Amrita for them. With that power, they managed to defeat the invincible Spanish Armada. But now it seems they want to keep their methods a secret. Der Tower of London ist eine beeindruckende Festung, die von König Wilhelm I. zum Schutze Londons errichtet wurde. In späteren Zeiten wurde der Tower zu einem Gefängnis für Verräter und zum Hinrichtungsort für Kriminelle. Die Londoner waren überzeugt, dass der Tower und London selbst zusammenstürzen würden, wenn die vielen dort lebenden Krähen ihn verließen. It seems death won't stop chasing me. April 1598, Tower von London, England. Hier lang. Kamera bewegen, das ist klar. Erstmal ein kleines Tutorial, bevor ich auf hier lang höre. Jetzt hat mir Zeit. So Leute, ich habe euch versprochen am Sonntag, sobald Neo bei mir eingetrudelt ist, wird es natürlich erste Bilder dazu bei mir auf dem Kanal geben, damit ihr selber eine Entscheidungshilfe habt, ob ihr das Spiel euch kauft oder ob ihr einfach nur dem Goodie zuschaut oder wie auch immer. Wir spielen hier in der Auflösung von, ja, soweit ich jetzt weiß, ich habe es am Sonntag in der News gesagt, PS4 Pro spielen wir, 1080p, und das sollte hier eigentlich fast durchgehend 1080p sein, aber konstante 60 Frames, die wir auf alle Fälle haben. Das ist der sogenannte Action-Modus. Wenn wir mal reingucken ins Menü, können wir reingucken. Nein, hier sind die Gesten. Oh, das ist auch interessant. Wusste ich gar nicht. Oh, nochmal reingucken in die Gesten. Pfeifen ist ausgewählt. Verbeugen. Oh, cool. Die gucken wir uns mal ganz kurz an hier, die Gesten. Klatschen. Überlass das mir. Enttäuscht. So ein bisschen die Tür im Weg hier, so, ich probiere gerade hier die Kamera so schön zu machen. Gehen wir mal ein bisschen mehr hier hin, drehen wir uns um. Ah, Pfeifen hatten wir ja gerade. Oh nein, oh nein, nein, nein. Herausfordern. Gesten wird man auch freischalten können, sobald ich das erfahren habe. Aha, nach unten zeigen. Ah,
Ach, hier bekomme ich eine Vorschau und dann kann ich mir aussuchen, welche da sein sollen. Ah, alles klar. Warum? Warum nur? Warum? Warum schauen wir Goodie? Abklatschen? Ach, das ist eine Partnergeste. Genau wie hier das Stoßgebet. Anscheinend. Oder, nee, diese Figur ist immer davor. Hier lang. Tschüss. Nein, Leute, noch nicht. Tschüss, keine Sorge. Beruhigt euch. Nach unten zeigen hat man schon. Nach oben zeigen ist irgendwie klar. Nach vorne zeigen. Gut, okay. Da haben wir also ein Gestenmenü. Hier haben wir unser normales Menü. Ausrüstung, Gegenstände, Fähigkeiten. Da sind wir natürlich noch nicht. Fähigkeiten, Anpassung, das haben wir auch noch nicht. Status, was wir machen sollen. Entkomme hier. Erinnerungen ist noch leer. Da haben wir Tutorial, Personen, Hintergrund. Und hier haben wir die Einstellung. Und hier sehen wir jetzt in den Spielmodus Einstellungen. Kann ich hier gar nicht ändern. Okay, muss ich also außerhalb des Spiels machen. Deswegen, ich wollte euch eigentlich nur zeigen, ich bin wie gesagt im sogenannten Action-Modus mit stabilen 60 Frames. Der Filmmodus bietet dann eine Auflösung von über 2140p und ja, bringt eh nichts, da ich auf 1080p spiele. Deswegen habe ich mich hier für den Action-Modus entschieden. Und jetzt genug des Vorgeplänkels rein ins Spiel, sage ich mal. So, wir lernen jetzt also, Viereck ist ein schwacher Angriff, Dreieck ist ein harter Angriff. So, durchsuchen. L und X halten ist Ansturm oder L drücken. Das ist aber eher zurückweichen gerade. Oh. Wie, du stehst nochmal auf? Drücke eine Birne hier oder was? Sehr schön, Bastardschwart. Bastardschwart. Genau, wir nehmen das Bastardschwart und den Verliesschlüssel nehmen wir an uns. Okay, ich gehe mal von aus. Was ist halt ein Verliesschlüssel? Jetzt hat er mich hier gerade so ein bisschen überrascht gehabt, der junge Mann hier. So, was haben wir hier? Amrita-Erinnerung. Ah ja, okay, dass ich halt mit R3, das kennen wir von Dark Souls, Ziele erfasse. Ansturm, L halten und dann X. Und Angriffe, wie gesagt, was aber dieses L und X halten? Für den Sturmangriff habe ich jetzt nicht ganz auf der Reihe gehabt, aber okay. So, dann haben wir hier vorne Ausrüstung. Jetzt haben wir ja das Bastardschwert bekommen. Statuseffekte. Brechen plus 11, Angriffsverstärkung geht hoch auf 23. Einfluss auf Angriff, Herz, B plus. Einfluss auf Angriff, Stärke, C. Angriff auf Fähigkeit, C. Brechen, das ist alles sehr, sehr Dark Souls-like. Sag ich mal, Vertrautheit mit der Waffe, also wie viel wir die genutzt haben, wie viel, ja, wie gut wir damit umgehen können wahrscheinlich. Jetzt konnte ich hier meine eigene Zelle rein. Wunderbar. Okay, L1 ist halt blocken. Geht's hier schon weiter, wa? Dann gehe ich nochmal drüben hin. Dann nehmen wir hier mal kurz hier die Kiste auf. Oh. Ah, Medizin. Gebundener Gegenstand. Nehmen. Bindung ändern. R2. Ah, okay. So, Ausrüstung. Ah ja, das sind unsere Quickslots sozusagen. Bindung 1. Leg bitte die Medizin drauf. Okay, so jetzt haben wir nämlich, wenn wir nach oben drücken, haben wir die Medizin. Und das hier ist unser, also haben wir 8 Dinger im Schnellzugriff. So, jetzt gucken wir nochmal, was da hinten ist, bevor wir hier weitergehen. Aber, das
ist das da für ein Leuchten? Nein, ich glaube, es ist. Nee, ich glaube, das ist nichts. Sieht auf alle Fälle hier gerade sehr gut aus bisher, was uns hier geboten wird. Ah, da ist noch eine Kiste. Kisten sind gut. Oh, Wache. Stiefel. Stiefel haben wir bekommen. Fußschutz. Ja, dass das besser ist als das, was wir tragen, ist logisch. Ne? Wir haben nichts. Schadensreduktion Nummer 1,2%. Verteidigung plus 3. Hat einen Durchbruchschutz von 8. Und wir brauchen dafür einen Körperwert von 2 und einen Fähigkeitswert von 3. Kann ich das irgendwo einsehen? Ah, hier sind unsere Grundwerte. Körper 5, Herz 5, Ausdauer, Stärke, Fähigkeit, Geschicklichkeit, Magie, Geist. Stufe Amrita, das ist dieses magische Zeug, ne? Leben, KI, das ist, glaube ich, unsere Ausdauer. Ausrüstungsgewicht, 29, momentan 0. Beweglichkeit, A, also sehr beweglich, logisch. Können wir die jetzt anlegen? Jetzt haben wir die angelegt und jetzt sehen wir, unser Ausrüstungsgewicht ist ein bisschen hochgegangen. Aber logisch, mit diesen Stiefeln sind wir natürlich weiterhin. Ach, hier kann man auch umschalten zu den. Ah, um dann Sachen zu vergleichen. Logisch, um dann halt Sachen zu vergleichen. Ich denke mal, es wird eine Menge Items geben, was es hier zu vergleichen gibt. Oh, haben wir das Regal kaputt gelatscht. Wunderbar. Halt. Da war ich noch nicht drin in der Zelle hier. Anscheinend, da war die Tür noch zu. Verliesschlüssel benutzt, ist aber nichts drin. Gut, dann können wir hier ruhig weitergehen. Bin ja gespannt, wenn es nach außen geht. Aber wie gesagt, hier innen sieht schon mal auf alle Fälle sehr, sehr gut aus. Und wie gesagt, wir haben auch halt auf alle Fälle die flüssigen 60 Frames. Hier ist so ein Erdhaufen davor, vor der Tür. Dass wir die auch nicht nutzen können. Ja, aber klar, ne? Geh nicht direkt die Treppe hoch, guck erst in die Sackgasse und du findest... Wache des... Tower of London, Mantel, ein Mantel, okay. Körperrüstung. Schadensreduktion 2,5%. Und was ist das andere, was da durchläuft? Angriffe von hinten. Ach, wenn ich von hinten angegriffen werde, dann habe ich einen höheren Schadensreduktion als von vorne. Gut, okay. Gibt auch einen Yokai-Schutz, was immer das ist. Ansonsten ist logisch Luft, Feuer, Wasser, Wind, Blitz, Erde, Yokai. Wahrscheinlich irgendeine Art der Magie, denke ich mal. Eine Magieresistenz. So, jetzt haben wir den. Schick das Ding hier, wa? Okay. Aber der wird halt massiv bestickt. Super schick jetzt nicht, aber sieht gut aus. Ich liebe das ja immer, wenn man sich die Ausrüstung immer sofort da so am Körper auswirkt. Das ist so richtig schön. Oh, da sind wir. Oh, da kommt schon. Oh, shit. Ja, hier, da so ein langsamer Angriff brauchst du mir gar nicht mitzukommen, Junge, ne? Das ist ja beleidigend. Ah, das ist der nächste Fred. Halt, ich will mal hier so ein bisschen rumgucken. Auf den Regen. Typ, der sieht mich auch anscheinend hier nicht. Oh, eine Armbrust. Ah, paar schnelle, starke Angriffe, da war er Geschichte. Und weitere Medizin für mich. Sehr schön. So. Sesam, öffne dich. Was ist das? Eine Tür? Aber eine vernagelte Tür. Eine Tür zum Nageln. Oh! Oh, Mist! Ach, ich habe den nicht fixiert gehabt. Ich hatte ihn nicht fixiert. Ein Stein. Medizin. Oh, eine Hose. Cool. Eine Hose haben wir auch gleich bekommen. Sehr schön. Sehr schön. Beinschutz. Verteidigung plus 4. Dann ziehen wir die auch mal an. Oh. Ah, Mist.
Jetzt muss ich doch eine Medizin nehmen. Ich wollte eigentlich noch verteidigen. Ich weiß nicht, warum man nicht verteidigt hatte. Na, mit deiner helle Bade, Junge, das kannst du knicken hier. Und nochmal ein Wache des. Ach ja, dem auch unsere schicke neue Hose. Hey, aber die ist cool. Die Hose ist gut und unser Schwert ist voll mit Blut. Das ist auch gut. Im Blut unserer Gegner. Ja. Yeah. Yeah. Fühlt sich bisher gut an. Ja, hatte ich gerade selber schuld, dass ich den nicht fokussiert habe. Jetzt will ich wissen, ob das, was ich... Oh. So, Ausrüstung. Das ist logisch. Überprüfe deine Ausrüstung. Klar. Wie man Gegenstände benutzt, das wissen wir sowieso. Verteidigung. Das ist auch wichtig. Das waren also nur Tutorials. Und hier vorne... Gegenstände, Stein. Ein einfacher Stein, genau mit der richtigen Größe zum Werfen. Ah, zum Ablenken kann man den nutzen, um Leute abzulenken. Dann können wir den doch bitte schön binden. Und zwar hier, ne? Bindung 2, Bindung 3 machen wir den. Mal machen wir ruhig auf rechts. Gucken wir. Ja, ist richtig. Jetzt haben wir den Stein auf rechts. Ja, nicht gleich werfen, Junge. Ich wollte... Ah, okay. Gut zu wissen. Er wirft ihn also sofort. Sofort. Also ich habe nicht erst ausgewählt, sondern er wird gleich geschmissen. In Ordnung. Dann wird der Heiltrank auch sofort genommen. Und was ist mit meinem Mantel? Den doppelten, den ich jetzt habe? Ach, die haben wirklich verschiedene Werte. Seht euch das mal an. Ah, der hat auch nicht diese verbesserte Verteidigung von hinten. Dafür hat er eine Verteidigung von 6 allgemein. So. Aber hat natürlich einen höheren Rüstungswert. Ja, dann ziehen wir doch den an. Wird natürlich identisch aussehen. Ist ja beide Wache. Wache, ne? Mantel und so. Ihr wisst, was ich gerade sagen will. Bisher gefällt es mir. Also der erste Eindruck ist schon mal gut. Steuerung. Oh, ich will sie hier. Ah, das ist wahrscheinlich unser Bonfire. Beten. Na, hier steht nichts, aber ich denke mir, dass ich jetzt gerade gespeichert habe und sehe da drüben auch einen Fred lang laufen. Und hier in der Ecke ist hier noch irgendwas drin. Nein. Gut, dann haben wir hier gespeichert, haben den ersten Speicherpunkt erreicht und ihr habt erstmal den ersten ganz kurzen Einblick. Werde ich natürlich noch weitere Parts hochladen, so schnell wie möglich, aber ich möchte erstmal das hier hochladen, weil es ist jetzt schon relativ spät, sodass ihr auch heute wirklich noch in den Genuss des Videos kommt. Deswegen werde ich hier nämlich eine Aufnahmepause einlegen, um für euch das Video fertig zu machen, hochzuladen. Und dann geht es natürlich so schnell wie möglich weiter mit Ersteindrücken zu Nioh, neu auf der PS4, gezockt auf der PS4 Pro in 1080p 60 Frames. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht, hier die ersten Schritte mit mir gemeinsam zuzuschauen. Wie gesagt, ich habe es auch gerade erst eingelegt, ne? Ich habe also hier auch noch gar nichts weiter gemacht. Bin ich wahnsinnig gespannt, was mich erwartet. Ich habe mich auch relativ wenig spoilern lassen, auch wenn es ganz viel Bildmaterial gibt. Das meiste davon habe ich einfach ignoriert. Ich sage... Lasst mir einen Daumen nach oben da, wenn es euch gefallen hat. Darüber würde ich mich sehr freuen. Empfehlt den Kanal weiter, auch das ist schön. Abonniert ihn, dann verpasst ihr kein neues Video. Und ich sage bis zum nächsten Mal. So long, goodbye. Keep gaming, euer Goodie.